So, Leute, willkommen zur neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Supreme Forge Commander. Alliance. Das dritte Mal hintereinander spielen wir jetzt die Map Survival Fifth Dimension. Das dritte Mal hintereinander haben wir auch den Hendrik mit dabei. Och nö. Marc ist ein 1000-Unit-Spieler geworden, habe ich gerade gesehen. Ja, das. Sag mal, Tim, bist du irgendwie up to date oder was? Jetzt bin ich up to date, ey. Meine andere Sache. Ja? Ganz kurz, muss ich jetzt auch mal ansprechen. Warum hast du mir keine Schokolade mitgebracht? Oh Gott. Soll ich die Aufnahme schon wieder abbrechen? Nein. Jetzt start das scheiß Spiel. Ja, mach doch mal weiter. So. Ja, ich liebe das, wenn sie einen rausbringen. Was wollte ich denn gerade sagen? Keine Ahnung, wollten ein Survival-Spiel mit Akarian. Was bei Marc? Ja, ich wollte nur sagen, dass der Akarian hinten mit Dennis zusammen spielt, der Hendrik, also ist Akarian spielt mit Dennis hinten zusammen, während wir vorne die Front machen. Gut. Ja. Jo, jo. Jetzt ist Tim wieder fertig für den ganzen Abend. Alter. Ja, die hat immer. Nein, nicht. Ja. Es ist so einfach, dir weh zu tun. Und es ist nicht möglich, die glücklich zu machen. Ja. Wie war das jetzt mit den Massepunkten? Wir kriegen immer die unteren vier. Okay. Wir kriegen die unteren vier. Ich nehme die 8 hier auf der rechten Seite und er nimmt die 8 auf der linken Seite. Ja, erst leckt mich am Arsch. Ja, leckt mich am Arsch. Ficken! Alter, man kann keinen Lufttransporter bauen. Ach, ja, was? Nee, ist klar. Oh, aber ich kann Teleporter erforschen. Gut, dann erforsche ich für meine SU bald Teleporter. Kann ich das, schaffe ich das irgendwie einen Energiegenerator ran? Ich weiß gerade nicht, wovon er redet. Ja, das geht! Wie geil! Ja, geht das. Jawohl! Na, sicherheitshalber mal schon mal Energiegenerator. Diese. Wenn der Map-Designer jetzt gerade zuguckt, wieso hast du eigentlich so eine Krater gemacht? Wieso kann man hier nicht so normal rauslaufen? Weil das eine Vierer-Map eigentlich sein soll. Ja? Und er dachte mir, machen wir eine 8. Map draus, aber die vier Leute hinten, die können mit ihrer ACU nicht raus. Ja, die kriegen warme Füße in der Lava. Alter, das reimt sich sogar hart. So ein Idiot. Das reimt sich richtig hart. Weißt du, dass sich richtig hart reibt? Reibt oder hart. Reimt? Reibt. Nauze. Ja, es ist nicht der Marc. Halt die Nauze. Halt die Schnauze. Halt die Nauze. Grüße an Sandy. Das ist seine Mutter. Nein. Oh, ich grüße dich mit den Wallen, ne? Die Uhr läuft noch. Ja, ich grüße auch den Valentin Rahmel, ne? Falls er zuguckt. Valentin. Klar, natürlich guckt er zu, hat er nichts Besseres zu tun. Ja, hat er nicht. Kann sein, dass er was Besseres zu tun hat. Definitiv. Wo baust du deine Power Generators hin? Erstellst du die direkt neben, hinten dran? Nein. Brauchst du noch nicht. Wie jetzt die Masse aufpacken, oder was? Ja. Ja. Akarian ist unter mir, ne? Unter dir. Ich bin immer unter dir, Tim. Hey Sebastian, guck mal. Also, oh, kann ich mich ja gar nicht bewegen? Doch, ein bisschen. Los! Ist schon dabei? Scheiße. Wie wäre, wenn du jetzt so explodieren würdest, ja? Warum brauchst du da Energie, Masse, Generator? Hä? Sag mal! Was? Speicher, was? Warum brauchst du genau da Massenspeicher hin? Ja, damit ich die extra Masse kriege und du nicht, du hast mehr. Genau deshalb. Ja, du hast gerade so viel Masse. Beschwer dich mal nicht.
Du bist so ein Schwein. Ja, Karin ist schon auf Deck 2, ne? Mit seiner Fabrik, ey. Ja. Hast du überhaupt genug Strom? Ups. Kann er nicht haben, mein Strom sinkt immer weiter, Ups. Obwohl ich nicht mehr mache. Das erklärt jetzt auch einiges. Hast du mit dem Obst jetzt gemeint, dass du keinen Strom mehr hast, oder? Ja, fast keinen. Man merkt richtig, dass wir das sharen in Strom. Das ich hab nur minus 25, das geht voll klar. So, dann gehen wir mal. Ich hab nur minus 29, wieso muss ich denn die ganze Zeit immer was abgeben? Was abgeben? Du gibst keine Masse ab, Strom ab. Du ziehst Strom. Ja. Wenn es rot ist, ziehst du. Wenn es gelb ist, verlierst du nur. Oder? War das so, ne? Ich glaube ja. Das ist korrekt. Ja, ist das korrekt? Das korrekt klang aber nicht gerade überzeugend. Oh, gute 5 Minuten noch. Ah, du siehst ja, Tim, ich hab schon richtig viel. Und du spielst mit Briel. Willst du viel? Dann spiel mit Briel. Muss ich die Mass Storage jetzt auch schon bauen oder erst später? Erst wie nachdem, wie das bei dir aussieht. Mit der, du brauchst die doch schon! Nee, dann bau die mal Energiegeneratoren ran! Powergenerator, was du genau, ja. Der Game ist gelaufen, würde ich sagen, ne? Zwei Extraktor, also vier Extraktor auf C2, jetzt müsste es mal langsam ein bisschen reichen, ja. Krieg ich gleich dann ein Ding von dir? Von mir? Ja. Ich hätte gerne ein Ding von dir. Oder ihr müsst irgendwie darauf achten, dass ihr irgendwie versucht, in einer Entfernung zu bauen, weil ja. Mark geht schon gerade viel zu weit vor. Mark, du bist zu weit oben. Wobei eigentlich Mark in der Position. Er sagt, Seppel hat zu weit unten gebaut, deswegen habe ich mich da ein bisschen angepasst. Was sind zu weit unten, ja? Definitiv. Alles ah, ist deutlich zu weit unten, Mann. Ihr habt da, das ist eine fassbare Base. So, wer hat jetzt hier angeblich falsch gebaut? Sebastian hat falsch gebaut. Seppel, ja, hat DJ auch Seppel? Ja, ich hab mich am Seppel angepasst. Sebastian, das ist jetzt Seppel. Hallo? Techniker, wo willst du hin? Ah, lol, wo fährt er hin? Keine Ahnung. Im Buffner Barcelona. Ole, ole. Hey, das ist Dienstverweigerung, dafür gibt's den Tod. Ekelst du ihn jetzt? Nö. Schade. Aber nachher. Nachher. Und dann wollen wir mal Energy. Energy.
einer Minute geht's los, Kinder. Wie süß. Würdest du jetzt nicht doch noch ein bisschen nach vorne bauen, der DJ? Mach ich doch auch danach. Alter, was ist los? Mach mir mal die Minikarte an. Wo kann man die denn mal anmachen? Na ja, oben auf dem Globus. Ach da. Minimap enabled, ne? In der Blatt. Oh, magnifique. Magnifique. Guck mal. Ich muss halt Radar erforschen, um auf Teleporter zu kommen. Und jetzt hat er so eine Satellitenschüssel auf seinem Dach. Wie geil ist das denn, ey? Ha! Herrlich. Aber nur herrlich. Alter! Aber ich finde das Gebiet von mir zum Sebastian zu groß. Und auch vom, von Hatice zum Marc ist viel zu groß. Ja, Hatice und Sebastian bauen irgendwie viel zu dicht zusammen, Alter. Wir haben sich lieb. Die ändern, ich mach das gleich an. Ja. Ich gehe auch schon in die andere Richtung mit weiter. Man setzt sie doch nicht unter Druck. Ja doch, in 25 Sekunden geht's los. So als Tipp am Rande. Ich baue T3 Omnisensor, ne, wenn ich kann. Henrik, du kannst auch einen Teleporter erforschen bei dir, oder? Wo? Ja, kann. Ja, bei deinem Bot. Also bei meinem ICU oder was? Genau. Welcher Arm? Rücken. 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 Welcher Arm? Rücken. Hatice, was ist das und wieso? Ach, einfach so ein bisschen Hilfe. Bisschen Hilfe? Die treffen ja nicht mal eine Kuh, wenn sie gerade am Abseilen sind. Das ist irgendwie Electronic Enchantment oder was? Hallo. Was? Die treffen trotzdem Electronic nichts. Electronic Enchantment. Ah, ja, Teleporter. Da, wo jetzt ein komisches Gate ist. Wir treffen nichts. Ich hab keinen Teleporter. Natürlich, Junge. Gehst auf den Rücken, so. Ne? Ja. Customize Back. Und dann siehst du da unten die ganze Liste. Da muss doch irgendwo so ein Gate sein. Wie so ein Stargate. Ja, das ist jetzt aber kommt gleich ein Ende. Die Frage, was da ist muss ich doch erst Electronic Enchantment. Ja, aufbauen. Keine Ahnung, was du da machen musst. Auf jeden Fall musst du da hinkommen. Das wäre so ein Schild. Sehr schön. Raketen, aber ist wichtig. Da kommen die schon die ersten. Ja, da kommen die, da kommen sofort Raketenwerfer. Ja, das ist richtig. Du, 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 du. Sebastian, ich baue bis hier, dann ist Schluss bei mir. Ja, klar. Ist da oben. Dann passt das schon. So, meine Drohne ist fertig, die kann jetzt meine SU mit aufrüsten. Flieg! Ja, irgendwie stellen wir gerade fest, dass irgendwie keiner redet. Was denn? Aber das nö, ne? Alle spielen sehr konzentriert. Boah, in der Mitte kommt eine große Masse. Ja, ich bin ultra konzentriert. Ultra? Ultra, Junge. Du hast einen von mir, Amatici, ne? Ja. In meiner Basis steht jetzt einer. Ja. Irgendwie lange das dauert, Mann. Ich hätte gerne Pack 3 später von Sebastian. Aber später. Peter, genau. Später, Peter. Den ersten Extraktor auf T3, ey, den geht das mal voran hier. Soll ich auch schon dann anfangen, die Masse-Extraktor auf T3 aufzusuchen? Ja, wie das mit deiner Masse aussieht. Meine Landfabrik ist jetzt gleich T3.
Alter, wie lange es dauert, mein Bot aufzurüsten, Mann. Holy shit. Auf T3 meinst du? Nee, nicht auf T3, mein Bot. Diesen Teleport-Scheiße. Ich muss erstmal auf das zweite Radar. Kann mir jemand mal Strom geben? Gerade nicht, ich hab 1200 minus. Ich kann dir geben, Marc. Ich hab 300 plus 25.000 er Speicher. Ja. Yeah. Sag Bescheid, wenn du wieder brauchst. Ich hab plus 800. So, Landfabrik T3. So, wer will ein T3-Techniker von mir? Tim, du bestimmt, oder? Ja, bist du UEF oder was? Ich bin UEF, hier ist T3, ja. Auf jeden Fall, brauche ich. Boah, wir brauchen ganz viele Bad Boys. Ja, das ist eigentlich auch deine Bestellung, ist das, ey. Rom bräuchst du wieder, Dennis? Ja. Der Stromausfall, ne? Wieso schämen dich? Kann man Stromausfall haben. Warte, die Folge, wo heute auf online gekommen ist, die zeige ich dir nachher nochmal. Ach hier, du textest gerade hoch, ne? Ja. Ja, ich schick dir nochmal 9000, ich hab nie Stromausfall, ich schick dir ihn auch schon den ganzen Tag. Könnt ihr auch nochmal kurz eine Brise Strom gebrauchen? Ja, DJ, guck mal, ich tagge ja auch hier hoch und guck mal, was ich hochtagge, das ist schon T3, wo ich hier hochtagge. Ja, ich mach's auch gleich. Ja, ja, ja. Das sieht richtig sehr viel pro Techniker, das hochzuziehen. Was ist das denn? Ich hab Satelliten! What the fuck? Ich hab Spionage. Ein Spionage-Satellit. Ja, ein Spionage-Satellit ist das. Mit Omnisensor. Warum bräuchte ich wieder? Jetzt hab ich keinen Strom mehr. Okay, bräuchte ich doch nicht mehr, ist gerade fertig geworden. Alter, den Satelliten, den stell ich mal da vorne hin, Alter. Oder den. Kann ich den patrouillieren lassen? Bestimmt, ne? Jawohl. Ich lasse den einfach patrouillieren da vorne. Vorne an der Front. Ich bin mir auch mal einen T3-Techniker gerade, weil meine Fabrik ist noch nicht so weit. Ja, schicke ich rüber. Irgendwas, irgendwie fliegen hier die Raketen da ziemlich massiv rein. Ja, das ist die Sebastians Raketen, der macht sie ja nicht kaputt und lässt sie nur durch die Gegend fliegen. Ja, die lenkt die nur ab. Deswegen sind sie auch die besten Raketen auf der System. So Tim, der T3-Techniker ist bei dir da, ne? Fährt gerade zu dir hin. Super, auf den Mann. Gebe ich dir jetzt. So. Kümmert ihr euch dann auch um die Raketenverteidigung hinten? Jo. Das müssen wir machen, Ratice. Okay. Macht ihr nur Def. So, hier Marc, hier ist auch noch ein. So. Danke. Kannst direkt schon mal Gatlings bauen, ne? Gleich brauche ich wahrscheinlich Strom. Guck mal, ich habe eine Idee, wo sind meine Dröhnchen? So, ihr geht jetzt mal schön Masse sammeln, danke. Oh, der scheiß Commander hat ja nichts zu tun. Der scheiß Commander. Mhm. Junge, minus 90 Masse, Alter. Macht du auch. Ja, ich zeig gerade einen Extraktor auf T3 oben. Lass ich schon auf T3? Masse-Extraktor? Ja. Nein. Ich bin gerade beim zweiten. Ich fange jetzt an, Fatboy zu bauen. Haben wir jemanden Strom geben? Weil ich baue jetzt. Ja, ich seh jetzt auf. Nee. So war das nicht abgesprochen. Wenn du mir Masse schickst, gebe ich dir Strom. Ich kann mir kein Masse schicken im Moment nicht. Ja, dann nicht. Ja, guck mal, meine schönen Dröhnchen sind hier schön am Sammeln. Deine Dröhnchen? Guck mal, mein Satellit zieht da oben seine Bahn, Alter. Voll geil. Hey, kannst du uns auch die Drohnen geben? Das dann kriegt man. Kannst du bauen, Tim. Du hast doch einen T3-Techniker bekommen vom Dennis. Ja. T2-Drohnenstation musst du bauen. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo ist denn der?
Hast du den weggeschickt? Ja, nee, nee, Engineering Station oder wie heißen die? T2, ja. Ja, T2, aber T3 kannst du ja noch nicht bauen. Die Zeittechniker nach der Marinefabrik, das Ding. Okay. Einfach irgendwo hinsetzen, das reicht? Ja. Ja, die kannst du über das ganze Schlachtfeld bedienen. Das sind ja die besseren. Die sind ja so geil, die Teile. Das sind die Besten der Besten. Ja. Besten der Besten. Das ist das Beste vom Besten. So, mein Commander hat mal eine Bauschleife von einer halben Stunde. Oh, plus 11 Masse. Ist gut. Ja, nee, ist klar, ne? Hä, wo fahren denn deine Technikerin, Marc? Wasserauflösung wahrscheinlich. Nee, unten in meiner Base, oder was? Oh. Ja, ja, die haben was vor. Achso, du baust einfach ganz unten rechts in der Ecke ganz viel Strom, oder was? Du musst hier rechts vermehrt sehr viel Dev bauen, weil da ist bei mir rechts letztens auch was durchgekommen, wo ich da voll viel hatte. Ich weiß. Und dann kommen die da raus oder was? Ach, da oben fliegen die. Dann kann ich mir das Ding hier schnappen. Ja. Ich kann dem sagen, geh hier oben helfen. Sammeln. Und der sammelt dann Masse ein. Ja. Aber reicht's auf Tech 2 oder muss ich auf Tech 3 hochgehen damit? Kannst du auf Tech 2, dann hast du zwei Drohnen statt eine. Auf Tech 3 meinst du? Ja, ne? Ja, auf Tech 2. Ja, Tech 3, dann hast du zwei Drohnen statt eine. Wie wär's mal mit Schiffen? Komm jetzt sofort, ja. Ja, das wäre gut. Ja, gut. Nee. Sebastian, bist du auf T3? Nein. Ein Tech 3 Techniker von dir, das wäre cool. Ich weiß. Deswegen kriegst du nicht, gell? Sag's doch, komm, sag's. Jawohl! Wenn ich der Einzige da einen haben will. Mein Teleport geht. Ich port mich jetzt. Minus 3000 Strom, aber ich hab genug im Speicher. Oh nein, irgendwo ist was durch. Oh, wo ist was durch? Ja, mein Bot ist lila. Oder gehört das hier zum Teleport hier, zur Animation? Wird das so? Ja. Ist das normal? Ja. Hör, Junge. Und... Jawohl. Wohin portest du dich? Achso, portest du dich raus. Aha, ich bin draußen. Freut sich wie ein kleines Kind. Richtig geil, ey. Oh, Dennis, das ist aber nett von dir, danke. Was denn? Das hier. Achso, ja. Junge, deswegen habe ich minus 300 Masse. Alter! Jetzt kannst du auch gucken, was meine Techniker da unten bauen bei dir. Massespeicher. Jetzt kannst du mir nochmal einen Techniker von dir geben. Da hast du schon einen. Ja, ich habe ihn Idioten losgeschickt mit einer riesen Bauschleife und kann ihn nicht mehr so ziehen gerade. Schickt er das dann rüber. Alter, wollt ihr mich da hinten verarschen? Och nö, Dennis, gib mir mal einen T3-Test. Was denn? Ist der kaputt oder was? Ja. Geh mit deiner ECU auf T3, Alter, mach mich alle fertig, ey. Ja, ich schicke eine rüber. Ich wollte die dicke Drohnenflotte auf die gerade TJ-Elite. Wollten die ja helfen? Ne, die wollen Masse aussaugen. Ja, die wollte ich auch. Oh, sind sie nicht. Können nicht sterben. Doch, durch Luftabwehr. Ja, kommt da Luftabwehr mit? Nö. Nein.
Wieso sammeln die nicht? Muss man manuell sagen, oder was? Nein, muss nur sammeln schicken. Schicken. Patrouille oder was? Ja. Nö, Patrouille reicht nicht. Doch. Nö, so meine machen es doch auch die ganze Zeit. Und wenn der Massenspeicher voll ist, dann sammeln sie natürlich auch nicht. Ne, meine ist nicht voll. Plus 85 Masse. Läuft jetzt noch ein Tick rein, den du zu mir gerade von dir? Naja, der braucht ein bisschen, ne? Hier ist er. Da ist er auf dem Weg. Okay. Der war Mark ist schon da. Mark hat leider gerade irgendwie Ausfall von seinem Schild. Ja, der hat ein bisschen aufs Maul bekommen. Scheiße, ich habe hier echt Probleme. Weil ich kein Schild habe, kriege ich keine Pick 3 hochgezogen. Der Dreijährige ist gerade gestorben. Nicht gut gemacht. Ey, du hast doch die Drohnen, oder nicht? Achso, die sammeln ein. Guck mal, Tims Drohnen sammeln auch nicht ein. Ich weiß nicht, was ihr für ein Problem habt. Deine sammeln auch nicht ein. Du gib Wenn mir. Mein Massenspeicher voll ist. Gib ihn mir! Ja, ich hab's doch gesehen, bleib locker. Meine Drohnen fliegen gerade zu dir, damit ich dir beim Schildbauen helfen kann. So, Tim hier, ich habe jetzt meinen Drohnen gesagt, sie sollen in der ACU helfen. Bauschilde. Okay. Alter, jetzt gehen wir mal dahin, aber auf die Eier. Overcharge! Overcharge! Over 9000! Alter, wie schnell der Schild hochgeht, ey. Wie schlecht. Ich bin schon auf Tech 3. Hast du Tech 3 Verteidigung gebaut? Nein! Ich bin schon am Bauen. Ja, Mark hat durch mich Tech 3 Verteidigung. Und zwar ordentlich. Gut, Mark, Hilfe, bitte. Putz. Will jemand ja, Strom haben? Ja, Hatice, ist deine SEU auf T3 oder machst du gerade auf T3? Ich mach gerade auf T3. Gut, dann fliegen meine Drohnen jetzt von dir und helfen deine SEU. Mein Fatboy ist gleich fertig, den schicke ich in die Mitte. Meine Verteidigung schießt auch schon der Titel rüber. So, ich baue jetzt New Dev, T3. Alter, könnten meine Geschütze mal meine Front bearbeiten, statt euch da hinten zu helfen? Das gibt's nicht. Weißt du, die rennen hier fast durch und die schießen immer auf eure Seite, aber nicht auf meine. Hatice, bau mal deine ACU, was machst du da? Ja, mach ich doch. Ich plan doch was. Gut. Gib Stoff. Die müssten bald die ersten Experimente kommen, oder? Ich repariere mal den Schild da vorne. So. Den reparieren wir mal. So, DJ, jetzt wird schnell gebaut hier. Ey, mein Commander hat gerade einen Bauschein gerufen. Mach dir einen. So, ich baue gerade Tactical und Strategic Missile Defense, baue ich gerade und Omni-Radar. So,
Yeah, 500 Stroh, Masse plus. Bau nur Experimentals. So, Fatboy fährt zur Teacher mal in die Mitte da. Stopp. Fatboy, oder? Bam, 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 bam. Ich kann irgendwie Experimentals nicht bauen. Doch, dann bist du nicht T3. Ah, doch, jetzt kann ich Experimentals bauen. Ich habe mir eine falsche Technik ausgewählt. Fatboy war das? Ja, fetter Junge, genau. Hier gerade. Hm. Wieso? Alter, die Raketen fliegen aus der Map raus, Alter. Durch Sebastians Raketenlift. Da kommt ein Spinbot. Scheiße. Da kommen zwei Spinbots hintereinander. Ultra Heavy Assault Mac, oder nee, das ist der. Ah, Megabot, Experimental Megabot. Megalift, warum Megalift? Ganz viele. Junge! Wo baust du den denn, Alter? Hier hast du doch Platz, wieso baust du da vorne hin? Wo, ach da hinten? Ja, kannst du überall bauen, ja, baue erstmal zu Ende. So, strategische Missile Defense ist auch fertig. Oh. Er sollte Schilde bauen. Oh. Kann jemand bei mir Schilde bauen? Ja, also mit den Drohnen kann jeder gar nicht Schilde bauen, sorry. Scheiße. Was scheiße? Junge, das Schwein, was da auf mich zukommt. Schwein? Ja, der geht. Junge, der ist doch locker weg, Alter. Fatboy regelt. Ich schieß mal auf die Arti da vorne. Oh, zweiartig sind da. So, erste Arti weg. Beide müsste auch weg sein. Jawohl. Da hinten ist noch eine Arti. Nee, Arti, du schießt nicht auf meine Schilde. Du Hurensohn, du hast gerade meinen Techniker getötet. Oh, Spinbot in der Mitte. Ich schieß schon mal drauf. Junge, geht der Spinbot auf die Fresse. Oh, links bei Tim kommt 2, Alter. Ich baue 3 Fatboys gleichzeitig. Ich fahr mal zu dir rüber, Tim, ne? Die Hilfe gebrauchen, ja. Oh, Marc, rechts. Hörst du ja, ne? So. Fatboy schießt auf den Spinbot. In der Raketendefense ist gleich schon eine Rakete drinne. Oh Junge, jetzt kommen da oben 2 Spinbots, Alter. Oh, Tim, deine Def. Oh, scheiße, da kommen 2 Spinbots. Was machst du da, Dennis? Was denn? Ach so. Ja, ich wollte eine riesige Deathlinks ziehen, sicherheitshalber. Denn nicht. Ich hab gleich einen Fatboy fertig. Ja. Oh, in der Mitte kommt ein Koloss. Ich schieß schon mal drauf. Alter, ich ziehe eine Tech-3-Verteidigung innerhalb von 4 Sekunden hoch. So, wo schicke ich den am besten hin? Aber erstmal nach vorne. Erstmal nach vorne. Alter, der Koloss. Der Junge, er kriegt's auf die Fresse, Alter. Tot. Alter, wie viel Arti da hinten schon steht, Mann. Da schieß ich mal rauf. Guck, wie viel Arti da hinten steht. Die schießt doch Hatice. Der macht Hatice kaputt hier. Ja, ich schieß schon drauf. Scheiße. Hatice, du musst auch noch.
Links kommt Koloss. Ich brauche Schilde. Das ist eigentlich mein größtes Problem. Oh, da kommt ein Megabot von hinten. Von links, ja. Von links kommt zwei. Nein, auf einmal. Von Henrik hin. Oh, links, links, links. Wir müssen den Seraphim-Bot. Alles auf den Seraphim-Bot. Wenn der in Tim's Death hochgeht, ist die Death für immer weg. Wo? Der hier. Ah, da ist noch einer. Alter, mein Fatboy ist fast kaputt. Was ist der da? Oh, Scheiße. Oh, der Fatboy. Mein Fatboy ist kaputt. Der Megabot rennt an dem Gegner vorbei. Siehst du mal auf den Bot, Mensch! Junge, Junge. Also ich hab Sonne, bei mir kommt nix. Scheiße. Du hast Sonne. Bei mir kommt nix. Ja, links ist echt ein Problem, Alter. Aber Timman ist auch schon zwei Fettboss fertig, dritter ist auch fertig, jawohl. Aber trotzdem habe ich keine Verteidigung gerade hier. In der Mitte ist ein Problem, weil der TCSU ist gleich tot. Ja. Hendrix Bot steht da und schießt auf. Leute, hier. Wo ist denn meine Spinne? Die ist schon tot. Niemals, niemals einen Spinnenbot bauen, der bringt dir nix. Schmerz. Der ist zu schwach. Was macht das hier so krass gerade? Teach is death. Meine fällt auch gerade. Also bei mir ist die durch. Wieso? Wie viel Death vom Markt? Oh nein, da kommt er! Ich hab irgendwie 5000 Strombot. Das braucht jemand was? Ja, wir brauchen jetzt Strom. Wo, wie kann ich das machen? Das war ein Scherz. Sehr witzig, Benne. Entschuldigung. Ja, Timmy, das Fat Boys, jetzt geht das ein bisschen, ne? Oder? Ja, in der Mitte habe ich brauche ich halt, weil ich kaputt in der Mitte. Ja. Ja. Oh, Scheiße, Megalith und Fat Boy bei oben. Oh, willst du mich verarschen? Ja. Der Markt fällt auch gar nicht def. Nein! Mir ist gleich wieder ein Fatboy fertig. Irgendwie, die Fatboys, die sind dann am Ende, die reißen hier einiges raus, hier muss man sagen, wenn man die hat. Ich hab auch ein Fatboy. Fett. Ich muss dann erstmal wieder ein Master aufladen. What the fuck, wieso Commander ist das? Alter, wie das ganz wild fackelt. Herr DJ, dein Spinnmod ist fertig. Fatboy, komm zur Hilfe! Halt durch, Mark! Oh, ein Commander! Sebastian! Alter! Bei mir fällt auch gerade alles, ey. Sieht nicht gut aus gerade. Die Action Metals sind tot, aber rechts kommen wir mehr. Ich geh mal auf den Megawatt da vorne. Ich glaube gerade komplett. Mach mal den Fatboy ein bisschen da weg, dann ist der Bau spart noch eine Death. Okay, rückwärts gehen. Ja, wir bräuchten mehr W3. Geht so, ne? Na, ich kann dir noch ein bisschen weiter vorfahren, dass du durch die Schilde immer ein bisschen geschützt bist.
Oder die Def ist jetzt ein bisschen geschützt. Camille ist ja durch. Ich bin Gott. Ich hab nichts mehr. Also mein Commander wird jetzt explodieren. Wieso? Weil vor mir ein Megaband ist. Ja, schieß ich da drauf. Mein Megabot ist auch schon unterwegs. Meine Verteidigung ist weg. Ich hätte meinen Fatboy nicht bauen dürfen, hat mich nur unnötig Ressourcen gekostet. Ja, das ist, weil wir jetzt, wenn wir zu 6 spielen, ist das nochmal eine ganz andere Schwierigkeit. Ja, das ist, weil man die Masse aufteilen muss, ne? Nein, Masse hatte ich kein Problem, ich habe 500 plus. Warum hast du nichts gesagt? Ich hatte 5000 plus Strom. Was war das denn? Ach so. Das war meine ECU. Ja, habe ich gesehen. Keine Angst, Leute, ich def das. Ja, meine ECU ist stark. Ja, das will ich sehen. Oh, Alter, ich bin Mord und Schuss. Krieg dich später. Muss noch 5 Minuten durchhalten, Dennis, ne? Ja, schaff ich. Locker. Vielleicht schaff ich einen Einblick. Junge, dieser scheiß Megabot da oben. Schottman, du schaffst den. Ich schaff das. Siehst du, guck, Flammenwerfer. Ja, guck mal, hier unten. Ja, das ist egal. Hauptsache ich krieg den Megabot noch. Wo schießt denn mein Flammenwerfer hin? Ist der blind? Was ist denn dein Commander? Du Schwein! Ich lebe immer noch! Ja, Doppelkoloss! Sonst geht's nur, oder was? Mann, ey. Macht eine Explosion. 5,32, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war nicht schlecht, also. Das war schlecht, ich war scheiße. Das war aber auch diesmal nicht so rund wie sonst immer. Ich find's echt, ja. Wir sollten alle, also die Leute, bräuchten mindestens 2 Leute UEF vorne an der Def, weil. Die macht echt viel mehr Schaden. Ja, besprechen wir gleich mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.